nämlich die sogenannte Kanonbildung. Also die Definition, was gehört zum Kanon dazu und warum. Das ist bis heute in der Wissenschaft heiß diskutiert, in der Bibelwissenschaft. Man hat beginnend mit dem 19. Jahrhundert interessanterweise erst, vorher war das nicht so ein Thema, weil das klar war. Es gibt den Kanon, der ist seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden eigentlich fest. Ich habe heute schon zwei Daten genannt heute. Einmal die Synode von Jamnia, Ende des 1. Jahrhunderts für das Judentum, die dann sozusagen den Tanach, also den Kanon der hebräischen Bibel festlegen. Und in der Kirche hat das Ganze sehr, 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 sehr spät stattgefunden, weil es im Grunde genommen nicht notwendig war. Erst durch die Infragestellung des Kanon in der Reformation durch Martin Luther, weil, wie soll man das sagen, hier auf der Universität kennt man das. Wenn ein deutscher Professor eine Idee hat, dann liebt er die über alles. Aber wer es gibt, was nicht in die Idee reinpasst und in die Theorie, das mögen wir gar nicht gerne. Ja? Und deshalb war schon der grandiose Ansatz von Luther, der ja diese drängende Frage, die ihn bewegt hat, ne? Die Frage nach dem gnädigen Gott und dann plötzlich was Rechtfertigung bedeutet, die Kaiosünde im Römerbrief und im Galaterbrief, da ging ihm was auf. Und dann gibt es dann plötzlich für ihn so eine knusselige Schrift da im Neuen Testament, ja, die irgendwie dem nach seinem Anmuten dagegen spricht, der Jakobusbrief. Eine ganz ziemlich sehr judenchristliche Schrift. Ja? Nicht gerade aus der Ecke paulinisches Christentum. Und die hat ja Paulus dann als frohe Epistel bezeichnet. Er hat sie nicht rausgenommen aus dem Kanon, muss man sagen. Aber durch diese Infragestellung einer Schrift des Neuen Testamentes sah sich das Konzil von Trient, also sozusagen das Reformkonzil nach der Reformation, wie sehr hätte man gewünscht, dass sie sich irgendwie vielleicht 50 Jahre vorher aufgerafft hätten, sozusagen im Reformkonzil. Ich musste leider diese schmerzhafte Erfahrung einer erneuten Spaltung geben, damit man sich da aufrafft in Rom oder auch weltweit, soweit man das damals sagen kann, um zu definieren, das ist der verbindliche Kanon der neutestamentlichen Schriften, 27 an der Zahl, mit natürlich allen Paulusbriefen, aber auch den Jakobusbriefen. Das war der Anlass. Wie immer, also kurze Klammer, wie es immer einen Anlass braucht, damit man ein Dogma formuliert. Ein Dogma entsteht nie aus Langeweile. Oder weil der Papst mal gerade Lust auf ein Dogma hat. Ja? Wir sind jetzt auch, jetzt haben wir die Türkei-Reise hinter uns, komm, wir machen mal ein neues Dogma. Habe ich jetzt irgendwie Lust drauf? Ja? Irgendwie, mir ist heute nach dem Dogma. Ja? So. Ja, manchmal wird das in der Diskussion ja so dargestellt. Ja? Aber ein Dogma braucht immer einen Anlass, eine Infragestellung, eine Auseinandersetzung eines Themas, eines Bereiches, der den Glauben infrage stellt. Und dann ist die Kirche sozusagen in ihrer Gesamtheit gezwungen, das zu definieren oder sich neu zu positionieren und zu bestimmen. Und dann entsteht ein Dogma. Deshalb gehört zur Kenntnis der Dogmen nie nur der Satz des Dogmas. Also es reicht nie nur sozusagen den Hühnermann aufzuschlagen oder früher Denzinger Füllmesser oder den Weltkatechismus, um zu sehen, das ist ein Dogma. Das ist auf der sicheren Seite. Sondern muss immer auch die Geschichte kennen, die zu diesem Dogma führt. Also daher die Kanonisierung der Schriften, also in der Kirche, in unserer Kirche ist relativ spät festgelegt aus bekanntem Anlass. Aber es dauert eine Zeit lang, Sie haben das jetzt relativ schnell hingekriegt, bis man sich auf den Kanon einigt. Wurden viele Briefe hin und her geschrieben, Austausch von Gemeinde. Man hat in der Forschung verschiedene Kriterien in Anschlag gebracht. Zum Beispiel die Apostolizität. Also es muss ein apostolisches Schreiben sein. Ja, kann man das für alle Schriften durchhalten? Das ist schwierig. Ja? Von manchen Briefen im Neuen Testament geht die Forschung heute aus, dass sie, auch wenn sie unter dem Namen des Paulus rangieren, nicht unbedingt, auch das Blatt wendet sich gerade wieder etwas, aber nicht unbedingt von Paulus sein müssen, können von Paulus Schüler sein. Gehören die Paulus-Schüler dann noch zum Kriterium der Apostolizität? Schwierig. Ja? Oder dann so innerliche Kriterien, die eh keiner nachvollziehen kann, außer der Professor, der diese Theorie erfindet. Innere Kohärenz der Schriften nennt sich das dann. Oh, du großer Gott, ja, was ist das? Ja? Die sind irgendwie inhaltlich aufeinander zugeordnet. Ja, so. Ja, aber da ist natürlich, da merken Sie schon, derjenige, der das Kriterium anlegt, bestimmt aber dann auch sozusagen das Inhaltsverzeichnis, nach dem das bemessen wird. Das ist genauso ein Krampf wie mit der PISA-Studie. Ja? Da wird ja auch nichts gemessen.
Da wird nur eine Theorie nachgeprüft, die aber überhaupt keine Aussage macht über den Bildungszustand, ja, sondern man misst nur das, was man vorher selber reingegeben hat. Also auch hier, was heißt innere Kohärenz? Man kann verschiedene Kriterien durchgehen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer, die man durchgespielt hat. Es gibt kein schlüssiges Kriterium. Das ist ein Problem für einen. Es gibt kein Kriterium, das wo man sagen kann, das gilt aber jetzt für alle 27 Schriften. Kann sein, dass es das gibt, aber dann ist die Frage, warum, was habe ich hier gerade vor mir, Hirt des Hermas, warum für den nicht? Warum nicht für den zweiten Clemensbrief? Das gilt da auch. Aber die sind nicht drin. Was machen wir? Man kommt wohl nicht drum herum, sehr klar zu sagen, und das ist natürlich dann eine, wenn man so will, auch eine politische Aussage, aber eine historisch wahre Aussage, dass es eine Entscheidung der Kirche ist, der kirchlichen Gemeinschaft zu sagen, diese 27 Schriften sind es und keine anderen. Die anderen sind auch wertvoll. Also letzte Woche hat Klaus Berger in seinem Vortrag hier zum Islam gesagt, dass gerade die Apokryphenschriften Schriften von Randgruppen sind, vor allen Dingen im syrischen Raum. Da gab es eine Unzahl von bestimmten, auch gerade so asketisierenden Randgruppen, die Ostsyrer zum Beispiel, sehr radikal. Da musste man, bevor man getauft wurde, überhaupt die Ehe auflösen, bevor man verheiratet war. Am besten war gar nicht verheiratet. Also sehr, sehr, also brachial asketisch waren die. Ja. Hat sich aber nicht durchgesetzt, hat die Großkirche nie angenommen, war immer im Grunde genommen eine sektiererhafte Erscheinung. Aber es sind genau solche Gemeinden, die zum Beispiel Mohammed kennenlernen als Christen. Ja? Und das natürlich die Wahrnehmung prägt. Deshalb ist es manchmal hilfreich, auch die sogenannten Apokryphenschriften, also die Schriften, die frühchristlichen Ursprungs sind, in dieser Zeit entstehen, aber nicht in den Kanon aufgenommen wurden. Ja? Die bezeichnet man als Apokryphe. Die durchaus zu lesen und zu kennen, weil die eben auch nochmal ein Spiegelbild auch der Christentumsgeschichte in den ersten Jahrhunderten sind. Aber ich denke, das muss man positivistisch, wenn man so will, deutlich machen. Es ist eine Entscheidung der Kirche oder der kirchlichen Gemeinschaft zu sagen, diese 27 Schriften, in denen erkennen wir uns als Kirche konstitutiv wieder. In anderen nicht. Also zum Beispiel im Jakobus-Evangelium nicht. Oder in Thomas-Evangelium oder was immer. Gucken, was die hier denn alles aussortiert wird. Also Hirt des Hermas, Didache, Barnabas, Epistula Apostolorum, Logion, weil das ist sowieso ein Konstrukt. Also seine Theorie im Grunde genommen. Kleine Falle. Oden Salomos, Testament der 12 Patriarchen, Aristeas Brief, Paulus Akten, 2. Clemens, aha, schon mal bekannt vor. Petrus Akten, Hebräer Evangelium, das ist übrigens das, wo der kleine Jesus die Kumpelbildchen bastelt, die dann aus Vögel wegfliegen. Ja, das ist hier. Oder ein Junge kommt ihm entgegen, rennt ihn an, Jesus schaut ihn an und er fällt tot um. Ich bin froh, dass ich morgen früh nicht zu so einem Evangelium predigen muss. Das ist.